Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Siem Reap, Kambodscha. Es ist hier jetzt 10 Uhr morgens. Das Wetter sieht, naja, durchwachsen aus. Gestern Abend hat es hier noch richtig gescheppert und gedonnert und geblitzt und Regen ohne Ende. Ja, ich möchte mich natürlich erstmal bedanken fürs letzte Video, dass ihr da so super toll drauf reagiert habt und auch die vielen tollen Kommentare hinterlassen habt. Es waren natürlich auch wieder ein paar Blöde dabei, aber naja gut, wie es so immer ist. Ja, mein lieber Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, weil sowas merke ich mir eigentlich gar nicht, aber wenn du schon der Meinung bist, dass Altersarmut jetzt auch schon in Vietnam angekommen ist, da würde ich doch mal sagen, mal das Video durchgucken, dann weißt du, dass ich in Kambodscha bin und nicht in Vietnam. Siem Reap liegt in Kambodscha, das ist da, wo das Angkor Wat ist. Wenn dir mein Apartment, es ist dir zu dreckig war oder sowas, ich meine, ich habe eine Putzfrau, die kommt einmal die Woche, hat natürlich auch die Order, dass sie meinen Schreibtisch nicht anfassen darf, weil da liegen Sachen drauf, die ich immer wiederfinden möchte. Und wenn da mal ein bisschen Asche daneben liegt, ja okay, ich bin halt Raucher. Ja, weshalb ich denn nochmal jetzt hier in meiner Bar sitze, weil ich da immer sitze, klar, wollte ich nochmal auf einige Sachen eingehen von den Kommentaren. Zum Beispiel, ob wir hier giftige Tiere haben oder gefährliche. Also Löwen, Tiger und Leoparden laufen hier nicht durch die Stadt. Krokodile auch nicht unbedingt, aber das war ja auch nicht die Frage. Schlangen, ich habe hier noch keine gesehen. Und andere giftige Tiere eigentlich auch nicht. Wie ihr wisst, war ich ja 6 Monate im Hotel, was eigentlich einem Dschungel glich. Hab da aber auch, das Einzige, was ich da einmal gesehen habe, war ein Skorpion. Der war aber schon tot, ein großer Schwarzer. Außerdem sind diese Skorpione auch nicht wirklich giftig, wenn man davon gestochen wird. Gut, wenn man Allergiker ist, könnte schon gefährlich werden, aber ansonsten tut es nur weh und wird ein bisschen dicker. Aber ansonsten, hier sind keine giftigen Tiere, wenn man nicht unbedingt im Dschungel irgendwo unterwegs ist. Da kann schon mal eine Kobra aus dem Gebüsch raushüpfen oder so, das kann schon mal vorkommen. Ja, dann war auch die Frage, ob meine Bar jetzt Customer hat und wie viele in der Nacht. Ja, das muss ich leider belächeln. Es ist genauso tot wie vorher auch. Wie gesagt, ich habe noch keine großartige Werbung gemacht, weil ich ja wie gesagt keinen Staff hatte. Außerdem ist die Stadt auch noch sehr ruhig. Was dazu kommt, dass nicht nur meine Bar keine Gäste hat, sondern eigentlich alle Bars keine Gäste haben. Also mache ich mir noch keine so großen Sorgen um das Weitergehen hier. Ja, jetzt mal zu unserem Staff. Ich habe ihn jetzt gerade mal hier vor der Kamera. Sie macht gerade eine Suppe fertig, die wir dann natürlich einfrieren und immer dann, wenn jemand eine braucht, zubereiten. Die kann man dann haben mit Steak, hätte ich beinahe gesagt, mit Beef, mit Pork oder mit Chicken oder auch nur als Gemüsesuppe für die Veganer. Sie wollte eigentlich nicht wirklich aufs Video drauf, weil sie ihre Arbeitsklamotten anhatte und noch nicht geschminkt war. Aber ich finde, sie ist trotzdem auch ungeschminkt eine sehr hübsche und liebevolle Frau. Und ich muss sagen, sie kann gut kochen. Wir hatten gestern mal die Suppe schon mal so im Kleinen probiert, weil kochen kann ja hier immer jeder und jeder ist ja auch Koch oder auch jeder ist Elektriker, der eine Glühbirne reindrehen kann. Darum musste sie das natürlich vorher erstmal testen. Sie hat gestern Fried Nudeln gemacht, super geil. Sie hat gestern die Suppe gemacht, noch geiler als ja, die Nudeln. Und Fried Rice auch super hingekriegt. Wir werden auch Lucklack hier noch machen, das teste ich natürlich auch vorher. Und auch so andere Khmer-Gerichte.
Allerdings alles etwas teurer als in den Khmer-Restaurants, weil wir verwenden hier nur vernünftige Sachen, weil ich das Zeug ja auch selber essen muss oder esse, so muss ich sagen. Und was ich selber esse, muss schon irgendwo ein bisschen qualitativ hochwertiger sein. Gut, ich zeige euch mal ein bisschen die Vorbereitung für die Suppe jetzt und danach melde ich mich dann nochmal bei euch. Hier ist unser neuer Stuff in Action. Anna, say hello. Hello. She just cooking, oder she make for cooking. Also sie macht jetzt gerade die Vorbereitung für eine Gemüsesuppe. Das macht sie draußen, weil in der Küche ist etwas warm, sagt sie. Ja, und dann werden wir das nachher mal alles kochen. Und dann kommt da noch ein bisschen Chicken rein oder Pork oder Beef. Oder halt nur als Gemüsesuppe. Und ja, dann sollte das eigentlich auch ja, gut schmecken. Ich habe gestern mal probiert. Und es war hervorragend. Auch die freien Nudeln. Also kochen kann die junge, gut aussehende Frau schon mal. Alles andere werden wir noch mal sehen. Heute hat sie ihre Kochklamotten an, mehr oder weniger. Vielleicht mache ich nachher noch mal, heute Abend noch mal eine Aufnahme oder ein bisschen Video von ihr, wenn sie denn ja, angemalt ist und andere Klamotten anhat. Aber das werden wir mal sehen. Vielleicht könnt ihr denn ja auch einen Ladydrink bezahlen. Wir schauen mal. Dann wird sie mit euch auch ein bisschen sprechen können. Und ja, ne, momentan ist sie ja leider beschäftigt. Aber ich wollte euch das nochmal zeigen. So sieht das dann im Pott aus, hier irgendwo, da. Da ist dann so alles an Gemüse und alles Mögliche drin. Ne? Ich werde nochmal ein bisschen runterschwenken auf die Potatoes. Ach nee, die sind da. Okay, ich höre jetzt mal auf und wir gucken uns heute Abend nochmal die Kleine an. Ja, wie schon gesagt, die Anna, heißt sie übrigens, wird dann, nachdem sie die Suppe fertig gekocht hat, nochmal nach Hause fahren, sich umziehen, sich schminken und dann heute Abend hier um 5 Uhr wieder erscheinen und wird dann den Barbetrieb hier übernehmen. Ich werde natürlich auch dort sein und werde sie euch dann heute Abend auch nochmal präsentieren. Ja, was haben wir eigentlich im Weiteren hier vor? Die Anna bringt noch 2, 3, 4, 5 Mädels mit ran, die dann auch hier, ich denke mal, am 1. November starten werden. Einige vielleicht früher, einige werden ein bisschen später, aber ja. Danach werde ich dann, wenn es denn mein Budget hergibt, nochmal ein neues Telefon kaufen müssen, weil mit meinem Telefon kann ich leider keine Livestreams machen. Das ist zu alt und die Kamera ist wirklich nicht gut. Und außerdem kann ich sie mit meiner DJI nicht verbinden. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall hier so nachts Livestreams durchlaufen lassen. Da könnt ihr euch dann mit den Mädels unterhalten, chatten, und ja, ihr dürft natürlich auch gerne Ladydrinks ausgeben für die Mädels, wenn es euer Budget denn zulässt. Ist auf jeden Fall interessanter als die mit diesen Trockenchats, wo man gar nicht weiß, mit wem man da rumchattet. Ja, hier ist es alles live und ihr könnt dann auch die Angestellten mal live bei ihrer Arbeit beobachten, ein bisschen Spaß haben und ja, das ist hier so in Planung. Sollte sich das für die Mädels rechnen, das sprich, dass genug Ladydrinks reinkommen, dann werden sie natürlich auch gerne vor der Kamera stehen und mit euch rumjoken. Solltet ihr da den links einen Igel und rechts eine Rolle Stacheldraht in der Tasche haben, dann könnte es sein, dass ihr mich nur sehen müsst und oder könnt. Das wäre natürlich nicht so von Vorteil für euch, denke ich mal, obwohl ich ja auch ein hübscher Bengel bin.
Ja. Ja, ich lasse das Video hier jetzt mal kurz auslaufen und ich werde dann heute Abend noch mal ein bisschen was dazu filmen von der Bar, von meiner N hier. Ist nicht meine, aber ist mal mein Staff. So, und ihr könnt ein bisschen mit ihr quatschen auch, beziehungsweise quatscht ihr mit euch. Ihr könnt ihr ein paar Fragen stellen in den Kommentaren, wo sie herkommt, was sie macht, wie sie lebt und und. Also ich weiß, wie sie lebt. Sie lebt in einem kleinen dunklen Loch, zahlt da 70 Dollar Miete und nicht mal eine Aircon drin. Also nichts Tolles, so wie die meisten Kambodschaner hier leben. Sie muss arbeiten für ja, 150 Dollar hier im Monat. Das ist schon ein super Gehalt für eine Kambodschanerin. Sie möchte nicht in den Bars arbeiten, wo sie denn da ja, mitgehen muss und alles drum und dran. Das möchte sie nicht unbedingt. Sie sucht hier natürlich einen Boyfriend oder Husband, mit dem sie dann hier vielleicht leben kann oder irgendwas Eigenes aufmachen kann. Sie hatte damals mal einen Beauty-Salon und hatte auch mal ein Restaurant. Aber das hat sich dann auch alles irgendwo ja, erledigt. Sie war damals auch in Kampot, glaube ich, unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat sie dann der Boyfriend sitzen lassen und ja, dann ist sie nach Siem Reap und hat dann hier versucht, irgendwo Motelarbeit zu finden. Also ein ganz liebes, nettes Mädchen eigentlich. Mädchen nicht mehr. Sie ist immerhin schon 33. Also schon eine ausgewachsene Frau. Ja, das sollte dann mal bis jetzt gewesen sein und heute Abend dann ein bisschen mehr. Tschüssikowski erstmal. So Leute, wie versprochen, jetzt gibt es mal Cheap Charlie bei Nacht. So sieht das hier aus, wenn es denn nachts ist. Von draußen jedenfalls. Ja, mein Stab ist nebenan. Fordert schon wieder irgendwas zu essen, glaube ich. Keine Ahnung, was die da so machen. Aber naja, ich zeige sie euch gleich, wenn sie denn hier sitzt an ihrem Tisch. Ihr seht, da stehen noch jede Menge Essen auf dem Tisch. Ich will euch ja zeigen, wie es hier wirklich aussieht und nicht alles aufgeräumt haben vorher. Ja, ja. Die ersten Gäste sind gerade weg. Eine liebe, nette Frau aus Thailand saß hier und mit ihrem Ehemann, 30 Jahre verheiratet. Sowas gibt es auch noch. Wahnsinn. Ja, und jetzt kann ich mal den anfangen, ein bisschen hier euch das Nachtleben kurz mal zu zeigen. Momentan ist hier noch nichts los. Die Straßen sind leer gefegt. Aber ich hoffe, das wird sich ändern. So, bis gleich. Oh, my stuff come back now. What is your name? My name Anna. Anna? Wer ist Anna? Yes. Da ist Anna. My name Anna. Sit down, Anna. Thank you. I think my friend want to talk with you a little bit. Yes? Where you come from? From local Kampot. Close to Kampot. Province. You have a boyfriend? No help. No help. You look for boyfriend, for husband? Yes. A good man? Good man and lovely. And have big money or small money? I don't care. Money, love, too, and good heart, ne? Good heart, too. Good idea. Yeah. I don't like I speak too. Nobody, never a lady lie, for sure not. Yes. We know that. Yeah, I want to, you know. Yeah, so this is a good idea. So what are you doing here in this Cheap Charlie from bar? Cheap Charlie bar and then cooking soup and sell for drink and soon cleaning location and more customer come. But so now me alone, soon my friend come to work with me and I'm happy here. And good. Then I will tell you something. My friend Toby, he sent $5. And he say, I can drink the lady drink. Yeah. He sent the drink for me. But I no have, norm. I no have tits. You have little bit, yes. I have maybe a 10 drink.
I know. So, and so I give the lady ring from Toby. Yes. I give to you. So you can say thank you, Toby. Okay. Toby from. No, not this Toby, other Toby. Oh, really? From how many Toby? I don't know how many Toby have in this world. Okay. So, but he give you a drink. Say thank you, Toby. Okay. Thank you, Toby. Thank you, Toby. Ah, now it could. You're not easy, Toby, ne? Yeah, the name, ne? Me, yeah. Yeah. I wanna can change Toby, no? Dobby. Dobby. Dobby is good. Yeah, Dobby better. Okay, thank you, Dobby. Thank you, Dobby, for the drink. How soon? Don't forget me and come to see me. I think he coming soon. Yeah. Yep. I want party. Party, huh? Yes. But we need more customers first for party. No, I have my friend come. She ask for work too. Uh huh. And maybe 4-5 ladies come for drink. That's good. Yes, and then maybe she stay with me. So when party come, maybe you call me and make party barbecue something. Yep. Have fun in here. Yes. It's good. Good. It's maybe you have to take the microphone. What is that? The microphone. Hello, darling. Really? I scared. I don't know my friends, my fans. Really? Hear me. Hello, Bobby. Yes, Bobby. Yes. Hello, Bobby. Dobby. Hello. Dobby. Hello, Dobby. My name Anna, so happy to talk, and so you come soon and to Siem Reap and Cambodia, go to the bar, then Chip Charlie bar Tom. welcome for when you come here. And you might not say Tom is very Chip Charlie. Oh, Tom, yeah, sure. Tom very Chip Charlie. He not give me drinking. I need to no give drink. So I need to buy him and drink. And I only say go and do something. Yes, him always say like me but go. Bring me one beer. Yes, him always say come on, get me beer and drinking. Now, bring me one beer. Not now, wait. I want drink now. I want talk with them. Yeah, you can talk with them. I put. You sure? Yes, yeah, sure. Ah, thank you. You buy me drink too. He buy you one drink. Ah. Yes. Yes. Yes, soon, Bobby and Toby, my friend, come soon. I have more friend and the lady and more and maybe more and beautiful than me. I think so. No, you're very beautiful. You sure? I'm sure. I very black skin. You're very white. You look like Chinese. You look like so gold. You drink now this. And thank you, Bobby. Toby. Wow, hard. Thank you, Bobby. Not Bobby. So, I'm shy. Bobby. Toby. Toby. Okay, now we have it. Toby. Yeah. Thank you, Toby, for the drinking. So, Chip Charlie bar. Very Chip Charlie, sure. but for me, the boss not give me for drinking. So, thank you for the Toby for buy me drink. Thank you very much from. Yeah. It's so crazy, girls. I have to sit here. Oh, my brother. It's good, girl. So, Leute, wie versprochen, ihr habt meinen Schnapp jetzt mal gehört ein bisschen. Die ist echt lustig. Die ist gut drauf. Säuft wie ein Loch. Nein, tut sie nicht wirklich. So, und ich lasse das Video jetzt hier mal auslaufen. Ich stelle das heute, morgen früh haue ich das rein. Um 3 Uhr ist es da. Heute haben wir den, was haben wir heute? 20, heute ist Samstag auf jeden Fall. Es ist jetzt hier, wie spät haben wir das? What time? I asked the right one, she cannot. But 1936.
1936 is how much what time is it? 1936. 7 o'clock, no? 7 what? 7:36. Yes. I sing, yeah. Yeah, you sing. Because you sing before too. That 17 is 2 o'clock. Yes. Yeah. Sorry, yeah, no problem. Yeah. This is now I know why you come late every time. I have to change the time. No, yeah. Okay, Leute, ich mache jetzt mal Schluss und das nächste Video kommt bestimmt. Okay, und Tschüssikowski, euer Tom. There's no time for me. I've been flying from town to town.